Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit Computer. Und heute werden wir zwei kleine Programme ausprobieren. Nämlich heute kommen Programme für den Computer dran. Als allererstes die Addition und danach die Subtraktion. Ihr seht, das sind ziemlich einfache Rechnungen im Grunde. Einmal haben wir die Addition, besteht aus 4 Zeilen Code und eben 2 Werten. Und bei der Subtraktion eben genauso. Erstmal quasi den Aufbau erklären. Ganz links vor dem Doppelpunkt seht ihr quasi die Zahl, das ist die Adresse, wo wir das abspeichern werden. Dann in der Mitte sind jeweils die Befehle und die Adressbits, die eben dazu benötigt werden. Und auf der rechten Seite habe ich das gleich schon mal im Binären umgeschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor schon ein paar Wochen, vielleicht schon ein, zwei Monaten, habe ich ja bei der Computerarchitektur euch von diesen Befehlen hier erzählt. Und die haben eben alle diese eigene ID quasi hier. Das sind die ersten 3 Bits, deshalb habe ich die auch so ein bisschen separiert. Und danach kommen eben die Adressbits dran. Hier out und sto, die brauchen beispielsweise keine Adresse, daher habe ich einfach 0000 hingeschrieben. Und hier, wo wir eine brauchen, habe ich die dann einfach hingeschrieben. Wir beginnen quasi das Programm damit, dass wir einen Wert in A reinladen, nämlich von der Adresse 30. Da kommt später unser erster Wert rein. Und das ist dann eben im Binär umgewandelt 010. Das ist der Befehl, quasi der 3-Bit-Code für A laden. Und 30 dann nochmal in Binär als Adresse hinten dran gehangen. Dann haben wir add 31, das heißt quasi der zweite Wert wird dazu addiert. Und dazu ist der Befehl 101, 11, 111. Also das ist dann eben hier die 31 in Binär. Dann haben wir out, das ist quasi unser erster Befehl quasi. Der ist 000 und der braucht keine Adresse, daher ist es auch 00000. Und zu guter Letzt unser STO. Damit stoppen wir eben wieder das Programm, beziehungsweise gleich den ganzen Computer. Und der Code dazu ist 111. Es braucht wieder keine Adresse, daher wieder 5 Nullen hintereinander. Ja, wie eben schon gesagt, bei 30 und 31 kommen dann die beiden Zahlen rein, die wir miteinander addieren wollen. Und theoretisch können wir auch das so machen, dass wir hier hinter dem Add nochmal ein Add hinzufügen, können wir 3 Werte miteinander addieren oder ein viertes oder ein fünftes. Dann müssen wir halt immer wieder weitere Werte hinzufügen, aber in dem Fall mache ich das nur mit 2 Werten. Und das werden wir jetzt hier nachprogrammieren in unseren 8-Bit-Computer hier drüben. Da haben wir ihn. Und als allererstes, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall sicherstellen, dass wir hier bei ZORCI sind, ja, also das quasi der allererste Schritt ist, und dass unsere Clock aus ist. Das heißt, hier unser CLE sollte nicht aktiviert sein, sonst fängt der Computer direkt an, was zu machen. Dann klicken wir auf Programmieren und das sorgt dafür, dass wir jetzt Sachen auf unseren RAM schreiben können. Jetzt machen wir Folgendes, wir haben hier unten die Adresse. In dem Fall ist die Adresse aber 0, deshalb lassen wir die so. Und dann nehmen wir unseren ersten Befehl. Der ist 010, dann 4 mal 1 und wieder 0. Also 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 4 mal die 1 und dann 0. Dann machen wir Folgendes, wir sagen RCST, das heißt unser RAM-Controller soll abspeichern und dann soll unser RAM abspeichern. Und ihr seht, jetzt leuchtet hier schon was auf, denn das hier sind quasi die Daten, die wir hier eingegeben haben. Und das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, der erste Befehl ist drin. Dann der zweite, also 31 addieren, 101 und dann 5 mal die 1, also 101,
5 mal die 1 und diesmal ganz wichtig, nicht abspeichern, sondern an der ersten Adresse, also hier A4 aktivieren. Dann speichern wir erstmal unseren RAM-Controller und ihr seht hier oben diese leuchtende Linie. Klick, die ist umgewechselt auf die nächste Speicherzelle quasi, weil bei 0 haben wir ja das Laden gespeichert, bei 1 kommt jetzt das Addieren hinzu. Also immer erstmal RAM-Controller speichern und dann RAM speichern. So, das kann aus. Wir gehen gleich mal in die nächste Adresse, nämlich Adresse 2. Und da müssen wir, out speichern. Also im Grunde haben wir schon RAM-Controller speichern, RAM speichern. In dem Fall ist es völlig irrelevant, weil wir speichern nichts ab. Aber einfach mal, um sicher zu gehen. Und dann Store 111, Rest ist 0. Dafür brauchen wir die Adresse 3. Wir speichern wieder RAM-Controller dahin. Klick, es geht eins weiter. Und dann speichern wir im RAM. Gut, damit hätten wir die Befehle, jetzt die beiden Werte. Und zwar brauchen wir da erstmal die Adresse. Und zwar, das ist die Adresse für 30, also 11110. Und da können wir jetzt einen beliebigen Wert reinmachen. Ich habe hier eine kleine Liste mit 4 Zahlen aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an mit einer 21. Die ist 000 10101. Ja, also 21. Und dann wieder RAM-Controller speichern. Jetzt leuchtet die Lampe hier unten. Und dann RAM speichern. Sehr schön. Dann gehen wir hier zur 31. Adresse. Und dann geben wir mal was anderes ein. Und zwar 13. So, das sollte hier wieder rüber wechseln. Und dann speichern wir auch das im RAM ab. Damit haben wir es. Und jetzt deaktivieren wir auch das Programmieren. Und ich denke mal, ich gehe jetzt beim ersten Mal Step by Step quasi durch mit unserem Knopf hier, mit Step. Und am Anfang haben wir hier ZORCI, okay? Das heißt, unser Zähler gibt eine Zahl aus. In dem Fall ist sie halt 0, weil der Zähler noch nicht gezählt hat. Und RCI heißt, unser RAM-Controller soll speichern und zur allerersten Speicherzelle gehen. Das heißt, wenn wir es jetzt machen, dann seht ihr, es ist eine ganze Menge passiert, aber ihr seht vor allem hier, geht die 0 an. Ja, die erste Speicherzelle wird angesprochen. Und dann gibt unser RAM hier Werte aus. Das gehört nämlich schon zum nächsten, also RO, BEI, RCI und ZE. Also erstmal RO, das heißt, unser RAM gibt Daten aus, die hier drauf sind. Und zwar genau das, das ist unser Ladebefehl. Dann unser BEI. Das ist hier unser Befehlsregister, der speichert die Sachen hier gleich ab. Dann unser RCI, das ist hier, das soll dann eben die Adresse abspeichern, die da drin ist, nämlich in dem Fall 30. Und unser ZE, das heißt, es gab nur einen kurzen Impuls, dass unser Programmzähler einmal höher zählen soll. Dann gehen wir weiter mit einem Step und haben wir schon. Moment, 010, ah ne, mit einem Step, so jetzt aber. Jetzt hat der Befehlsregister inzwischen dekodiert, was das für ein Befehl war. Und in dem Fall war es RO und AI. Also unser RAM soll wieder etwas ausgeben und unser A hier drüben soll die Zahl abspeichern. Und in dem Fall ist sie 21. Das ist genau, was wir wollten. Und jetzt gehen wir eins weiter, da passiert tatsächlich nichts, denn unser Ladebefehl braucht quasi nur einen Schritt. Unsere Addition jetzt gleich braucht in dem Fall 2 Schritte. Das heißt, das dauert dann nochmal einen Schritt länger. Hier haben wir einfach einen leeren Schritt, wo nichts passiert. Dann der nächste Schritt, wir sind wieder oben, Zähler out und RCI. In dem Fall kann unser Zähler etwas ausgeben, weil davor haben wir ja ZE gesagt, also es soll einfach hochzählen. Und dementsprechend wird jetzt hier D7 aktiviert und die erste Speicherzelle wird angesprochen. Der nächste Schritt ist wieder RO, BEI, RCI, ZE. Heißt wieder, unser Zähler erhöht um 1.
unser RAM gibt etwas aus, unser RAM-Controller speichert es und unser Befehlsregister speichert es. In dem Fall 101 ist es die Addition. Ein weiterer Schritt, dann haben wir unser ROBI. Das heißt, hier unser RAM gibt in dem Fall die 13 aus und unser B soll das hier mal abspeichern. Dann haben wir hier den nächsten Schritt, nämlich SOAIFI, also unsere ALU soll die Summe ausgeben und in dem Fall liegt sie hier bei 34 und das kommt auf jeden Fall hin und unser A soll es abspeichern. Und unser FI, falls die Rechnung negativ war, dann soll der das auch bitte abspeichern. Damit gehen wir einen Schritt weiter. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Zählerout RCI. Unser Zähler ist jetzt bei 2 angekommen. Unser RCI speichert es ab. Und jetzt kommt tatsächlich gar nichts. Unser Out hat nämlich gar keine Werte. Es soll trotzdem nochmal abgespeichert werden, weil hier sind ja noch die Additionsdaten drin. Und damit wird jetzt 0 gespeichert. Und mit 0 erkennt unser Befehlsregister, es soll A ausgegeben werden und O soll die Daten speichern, also unser Output-Register hier. Hier werden die Daten ausgegeben auf dem Bus, vom Bus hierhin und das soll es bitte speichern. Und damit haben wir jetzt die Werte hier, 34. Man konnte sie vorhin schon ablesen, aber jetzt sieht man sie hier. Und zwar 001 00010. Ja, das ist 34 in binär. So, dann haben wir hier wieder Zählerout RCI. Jetzt sind wir bei der dritten Adresse und da 111. Das heißt, unsere Clock soll stoppen. Und in dem Fall passiert nicht besonders viel. Ja, dieses Signal geht hier an und blockiert unsere Clock. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen CLE, es passiert nichts. Gut, damit haben wir das. Ich setze mal kurz hier unseren Befehlsregister zurück, denn das ist im Grunde am wichtigsten hier. Damit können wir quasi das Programm von vorne starten. So, dann können wir jetzt auch andere Werte hier mal eintippen. Ich denke mal, ich nehme auch mal eine negative Zahl. Dazu werden wir aber erstmal hier die Adresse einmal abspeichern hier. Das überschreiben wir jetzt. Jetzt nehmen wir mal eine negative Zahl. Und zwar in dem Fall eine minus 24. Und dann speichern wir nochmal einmal ab. Und dann gehen wir zur 31. Und da sagen wir mal, 21. Und da haben wir wieder die 21. Und dann speichern wir ab. So. Und diesmal lasse ich das einfach per Computer durchlaufen. Ja. Quasi, wir sind jetzt hier im ersten Schritt. Und dann tuckert das hier langsam vor sich her. Oh. Perfekt. Ich denke mal, ich habe Sachen kaputt gemacht. Das ist nicht schön. Bisher hat es dummerweise immer funktioniert. Warum jetzt nicht? Okay, ich weiß nicht, was hier gerade abläuft. Okay, Moment. Wir starten das einfach noch bei 0. Wir setzen alles zurück. Machen das so. Und sagen los. Das ist unser Laden. Das wird jetzt umgewandelt, das wird in A gespeichert. Dann passiert
gar nichts, dann ist unser nächster Befehl, nämlich der zweite. Da ist unsere Addition. Dann ist hier der Wert, nämlich die 21. Es wird abgespeichert in A. Und dann sollte das jetzt gleich ausgegeben werden. Da ist der Befehl quasi 00000. Und da ist unser Wert, der jetzt nochmal schön abgespeichert wird. Den schauen wir uns gleich an. Denn ich warte noch, bis das hier gestoppt wird. So, da ist 333 oder 111. Und da hat sich die Clock gerade selber gestoppt. Sehr schön. Also, wir haben minus 24 plus 21 gerechnet. Ja? Also, dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben minus 128, dann haben wir minus 64, minus 32, minus 16, minus 8, minus 4 und minus 3. Und minus 24 plus 21 oder 21 plus minus 24 oder auch 21 minus 24 ergibt minus 3 und die Rechnung war korrekt. Wir haben also hier nachweisen können, dass wir quasi auch mit negativen Zahlen rechnen können. So, haben wir es zurückgesetzt. Und jetzt geben wir mal zwei negative Zahlen ein. Nämlich, wir gehen zur Adresse 30. Dann geben wir mal minus 6 ein. So, speichern wir ab. Und dann geben wir wieder minus 24 ein. Also wir addieren jetzt minus 24 plus minus 6. Da müsste dann minus 30 rauskommen. So, dann sollte es auf jeden Fall klappen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon zurückgesetzt. Dann können wir es ausschalten und nochmal laufen lassen. Und es funktioniert wieder nicht. Es ist sehr merkwürdig. Was macht hier eigentlich Probleme? Sieht so aus, als würde unser RAM-Controller Probleme machen. Ich weiß nicht warum. Das werde ich mir auf jeden Fall nach der Folge nochmal anschauen müssen. Hoffentlich kommen wir jetzt ein bisschen noch ohne Probleme weiter aus. Bitte. Oder vielleicht mache ich das einfach so. Also, wir haben hier quasi unseren ersten Schritt. Da wird das abgespeichert. Und ich glaube, die Daten wurden korruptiert. Okay, ich programmiere das einfach nochmal. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es einfach nochmal neu programmiert. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es plötzlich so viele Probleme macht. Ich habe es bereits schon mehrmals getestet, auch schon mit Multiplikation. Aber solche Probleme sind bisher nie entstanden. Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir wieder beim ersten Schritt. Und diesmal werden die Daten auch richtig ausgegeben. 010 11 110. Das ist die Ladefunktion. Dann wird hier der Wert ausgegeben, die minus 6. Das ist unser leerer Schritt. Dann wieder der nächste Befehl wird gesucht, wird ausgegeben. 101 ist unsere Addition. Dann wieder die Daten werden ausgegeben. Das ist unsere minus. Es ist nicht unsere minus 24, ich habe was falsch eingegeben. Das wird jetzt unsere minus 128, minus 64, minus 32, minus 16.
Minus 8 müsste das jetzt sein. Hoppla. Das ist jetzt unsere minus 8 geworden. Also rechnen wir jetzt minus 6 plus minus 8. Und da müsste minus 14 rauskommen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier minus 128, minus 64, minus 32, minus 16 und dann minus 14. Sehr schön. Damit haben wir die Addition abgeschlossen. Ist jetzt die Ausgabe und die Speicherung. Und jetzt haben wir unser Clock Stop. Das hält uns eigentlich nicht auf, weil wir halt eh sowieso mit dem Step weitergehen. Also nochmal, wir haben hier minus 8 plus minus 6 gerechnet und da kommt minus 14 raus. Und zu guter Letzt wollte ich eigentlich noch eine andere Sache machen, nämlich, warte mal, wir gehen, okay, es ist schon weitergegangen, sehr schön. Dann setzen wir mal erstmal unseren Zähler zurück und dann wollte ich eine positive Zahl nehmen, eine negative Zahl und eine positive Zahl drauf addieren. Also sagen wir mal minus 6. Also wir speichern hier eine Adresse 30 ab. Und dann sagen wir minus 6. So und so. Und dann addieren wir mal die 13 drauf. So, genau. Das speichern wir in 31. Und dann haben wir das. So. Und da gehe ich auch wieder jetzt einzeln die Schritte durch. Das ist wieder unser Ladebefehl. Das ist dann unsere minus 6. Dann haben wir hier unseren Additionsbefehl. Das ist unsere 13. Dann haben wir hier die Addition. Die Addition hatten wir, jetzt haben wir die Ausgabe. Da haben wir es. Und dann noch unser Clock Stop. Sehr schön. Und da haben wir wieder unser leerer Befehl. Jetzt schauen wir mal nach. Wir haben minus 6 plus 13 gerechnet. Also 13 minus 6, da müsste 7 rauskommen. Und das haben wir hier. 4 plus 2 plus 1 macht 7. Okay, das war es im Grunde. Also ich werde jetzt hier nicht unbedingt nochmal die Subtraktion erläutern. Ist dann im Grunde derselbe Befehl. Nur, dass es 1, 1, 0 ist, so. Und dann sollte es richtig sein. Das speichere ich wieder ab. Auf Google Drive und dann könnt ihr das euch wieder angucken. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, das funktioniert dann genauso, nur mit Subtraktion. Und da sollte an sich nichts weiter passieren. Es gibt natürlich Grenzen, ja. Also man kann nicht hier das da mit sich selbst addieren. Ja, dafür ist die Zahl einfach viel zu groß. Wir hätten ja hier minus 128 plus minus 128, das wären minus 256 und das geht einfach nicht, ja, also das klappt nicht. Daher muss man da halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht über die Grenzen hinausgeht. Die positive Grenze liegt bei 127 und die negative Grenze bei minus 128. Das heißt beispielsweise bei der Multiplikation, ihr könnt nicht mehr als 11 mal 11 rechnen, was ja 121 ist. Alles, was größer als das ist, geht einfach nicht. Dann kriegt ihr eben ein Stack Overflow bzw. ein Stack Underflow und ihr kriegt völlig kaputte Zahlen daraus. Und das sollte eben nicht der Fall sein. Daher müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!